Mutter, jetzt ist der Rollladen in meinem Zimmer heute schon wieder nicht gemacht worden. Ich bloß wissen, wie lange das abgebrachte Ding da noch rumhängen soll. Ja, also ich weiß auch nicht, warum die heute wieder nicht gekommen sind. Der Eiseli hat mir vorgestern fest zugesagt, er den Laden holen lassen. Das hätte soll er schon gestern sein. Ja, die Herren lassen sich schon wieder bitte. Also jetzt telefonierst du am besten gleich nochmal an und wenn er noch nicht gleich kommt, dann gehen wir eben zueinander und... Wer ist denn das schon wieder? Ich geh geschwind. Lass noch, ich mach schon auf. Ach, der Herr Eiseli. Ja, guten Tag. Ah, dem haben wir von Ihnen gesprochen. So. Guten Tag, Herr Eiseli, ja. Wir haben gedacht, ob Sie uns wohl im Stich lassen. Denn. Aber wo denken Sie denn hin, Frau Staudermeier? Ah, also da hätte ich eher jeden anderen weiterlassen als Sie. Drum. Das können Sie mir glauben. Dazu haben wir doch schon zu lang miteinander zu tun. Für Sie habe ich immer Zeit und wenn ich alles andere liegen lasse und wenn es Wichtigste ist... Bloß gestern, da ist eben nicht gegangen, da haben wir noch woanders eine Kleinigkeit so, gehabt. So, ne? Hallo, macht ja nichts, also der macht gar nichts. Wollen Sie nicht ins Zimmer kommen? Gehört ja, der Herr zu Ihnen? Ja, ja, das ist mein Gesell. So, so, grüß Gott, Herr... Gut. Ja, hier mal bitte, Herr Eiseli. Ja, danke. Kommen Sie nur Gerdrülle? Ja? Zeig doch mal dem Herr Eiseli den kaputten Rollladen, gell? Ja. Sie brauchen wahrscheinlich Leiter, ne? Ja, ich guck mir die Geschichte erst einmal auf, Frau Staudermeier, wenn Sie gestattet. Ja, grüß Gott, Herr Eisele. Jetzt Gott, kommen Sie ja. Nur mit mir. Ja. Bitte darüber. So. So, Gott sei Dank. Endlich wird der Laden gemacht, Gustav. Welcher Laden? Der Rollladen, der kaputte, in der Gertrud, ihrem Zimmer. Na und? Wieso und? Was soll ich damit? Nix. Ich sag dir ja bloß, dass jetzt der Laden gemacht wird. Und? Kannst du mir genauso gut sagen, dass auf dem Bauhof Ziege abfahren? Ach, sowas. Du behauptest doch sonst immer, du wirst nicht informiert. Werde ich auch nicht. Jetzt informiert man dich einmal und dann wirst du gleich ausfallen. Ich werde nicht ausfallen, sondern ich werde von dir gestört. Wieso? Du tust doch gar nichts. Was? Ich tue nichts? Ich denke nach. Oh, das ist die anstrengendste Tätigkeit, die es überhaupt gibt. Die ist so anstrengend, dass sie überhaupt nur noch von den wenigsten ausgeübt wird. Aber deine weibliche Fähigkeit, einfach reinzukommen und loszuschwätzen, bloß um zu schwätzen, also die haut einem immer in einer Art und Weise ach, dazwischen. Ach, Gustav, komm mit dir, ist heute wieder mal nichts anzufangen. Wenn du nur daraus die Konsequenzen ziehst und darauf verzichtest, jetzt trotzdem etwas mit mir anzufangen, da wäre ich dir sehr verbunden. Und im Übrigen, da hätte ich gern meinen silbernen Drehbleistift wieder zurück, den du mir vorhin aus der Rocktasche genommen hast. Ach, das weiß ich im Moment nicht, wo ich den hab, aber... Du kriegst ihn wieder, beruhig dich, als ob ich silberne Drehbleistift stehlen tät. Ach, von stehlen kann doch kein Red sein, aber verschlampen. Und verschlampen ist auch eine Art von stehlen. Ach, also Gustav, jetzt habe ich aber genug von deiner Nörgelei. Jetzt geh wieder in meine Küche. Lass dich nicht aufhalten. Und wie gesagt, mein silberner Drehbleistift, den muss ich unbedingt haben, das ist der Jubiläumsgeschenk. Das... Diese Hundskomödie mit dem silbernen Drehbleistift, man kann gerade meinen, da ist ja immer noch die Türsperre weit auf. Ach! Sie steht ja noch immer vor der Glastür, das brauchen Sie doch nicht. Ich hab gedacht, Sie sind auch mit dem Herrn Eiseli drinnen. Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, nein. Ja, dann kommen Sie doch. Nein. Was? Ich war da. Ja, aber ich möchte die Glastür gern zumachen. Stellen Sie doch Ihr Werkzeugköfferl oder was Sie da haben hier ab und kommen Sie rein. Wie ist denn gut da? Die ganze schöne Wärme geht mir noch aus deswegen. Ich will die Glastür zumachen, verstehen Sie mich nicht? Dann machen Sie es doch zu. Also ich weiß wirklich nicht, liegt das heute am Wetter oder an mir, dass einem alle Leute heute Morgen so dumm hallo, sind. Kommen Sie mal! Schon recht. Aber so bald wie möglich, Herr Eisele, gell? Ja, ja, machen wir. So, ne? Ja, ja, gehen Sie nur nein zum Herr Eisele, gehen Sie nur. Also Mutter, hier kann der Laden nicht gemacht werden. Die nehmen ihn jetzt runter und nehmen ihn mit in die Werkstatt. Du, der Mann da, der Gesell vom Herr Eisel, ist aber merkwürdig, du. Ja, gell, so grob, der guckt einen gar nicht an. Ein unangenehmer Mensch, als ob's nicht der mir wert wäre, den Mund aufzumachen. Ich hab ihn dreimal auffordert, reinzukommen. Meinst du, der hätte sich gerührt? Hallo. Vorhin ist mir der Vater schon so dumm über den Mund gefahren. Ja. Und jetzt muss man sich auch noch von einem wildfremden, unguten Kerl in seiner eigenen Wohnung... So, Frau Staudermeier, alles klar. Ja. Also der Lader kommt raus. Ja, ja, mein Gesell, der ist schon dabei. Und der bringt ihn noch gleich in die Werkstatt und macht ihn dort. Also es ist gar nicht viel, aber hier, da kann er selber nicht machen. Und in einer halben Stunde bringt er noch wieder her. Ne? Also, dann darf ich mich vielleicht empfehlen. Ich muss könnte noch zum anderen Kunden. Herr Eisele, ja? Sagen Sie mal, der Mann da drin, haben Sie den schon lang? Ja, ja, warum? Nein, mein bloß, er ist so ein bisschen
ja, wie soll ich sagen, ein bisschen merkwürdig. Ach so, ja. Nein, er schwätzt nicht viel, ein bisschen maulfaul. Ich weiß auch nicht warum, es gibt eben so Leute, gell, aber er ist ein guter Schaffer, nicht? Also, dann auf Wiedersehen, gell? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, bringen Sie den Laden bald.